Man könnte meinen, es gibt zwei Kopenhagen. Jenes, in dem sich bunte Backsteinhäuser pittoresk aneinanderreihen, und jenes, das durch seine radikal modernen Bauten hervorsticht. Tatsächlich handelt es sich um ein und dieselbe Stadt. Und schnell stellt man fest, dass streng minimalistische Gebäude und Tradition miteinander verschmelzen. Wenn man das Zentrum hinter sich lässt und in die Wohnviertel im Norden geht, einen Katzensprung vom Meer entfernt, fügt sich die Geradlinigkeit der Architektur perfekt in die Natur ein. Wir lieben das Simple, die horizontalen Linien und die Harmonie zwischen Landschaft und Meer. Das Aufeinandertreffen von modernem Design und zeitlosem Dekor verkörpert in Dänemark keiner so sehr wie Arne Jacobsen. Wir leben seit 15 Jahren hier. Eines Tages sagte meine Frau, ich habe den idealen Platz gefunden. Wir haben diese Wohnung am 100. Geburtstag von Arne Jacobsen gekauft. Diese extrem schlichten und funktionalen Wohnhäuser sind das Werk von Arne Jacobsen. Alles wurde gestaltet, um einem Zweck zu dienen und niemals zur Zierde. Alles, bis hin zum Teelöffel des von ihm entworfenen Bestecks. Alles ist sehr funktional und einfach. Würfelförmig, rund oder dreieckig, ohne jeden Schnörkel. No decorations. Besonders gern mögen wir diesen großen Raum und wie er geschnitten ist. Er lässt sich in zwei Bereiche aufteilen. Das ist das Winterzimmer mit den gelben Backsteinen. Es ist wie eine Nische, in der wir uns im Winter am Kamin aufwärmen können. Das ist sehr hügge. Hygge bezeichnet ein Lebensgefühl, eine Art Gemütlichkeit, mit der die Dänen den Launen des Klimas durch Wärme und Licht entgegenwirken. Für Arne Jacobsen sollten alle das Privileg haben, das Meer zu sehen. Denn die ganze Bucht geht aufs Meer hinaus. Deshalb vertrat er die Meinung, dass alle einen unverstellten Blick darauf haben sollten. Arne Jacobsen ist der Architekt, der mit viel Feingefühl die perfekte Harmonie zwischen Natur, Mensch und den Anforderungen des modernen Lebens herstellt. Seine Werke sind ein verblüffendes Zeugnis einer über Jahre währenden Kontinuität in der Kunst. Arne Jacobsen ist für viele Dänen ein Held. Er ist als Designer weltweit bekannt, ein Symbol unserer Kultur. Etwa durch seine Beziehung zum Material und seinem Gestaltungsprinzip Form follows Function. Sein demokratisches Ideal war, dass gutes Design für jeden verfügbar sein sollte. Wir sind ein kleines Land und haben weder Stahl noch Marmor. Aber wir verstehen es, uns mit Materialien zu begnügen, die uns zur Verfügung stehen und das Beste daraus zu machen. Diese Fähigkeit, mit dem auszukommen, was da ist, und zwar im Einklang mit der Natur und den knappen Ressourcen. All das entspricht dem demokratischen Ideal der Dänen. Das Kopenhagen, in dem Arne Jacobsen 1902 geboren wurde und aufwuchs, ist eine Hafenstadt, in der sich Lagerhallen aus rotem Ziegelstein neben Wohnhäusern reicher Kaufleute befinden. Es ist auch eine Stadt für Künstler, die in der Königlich-Dänischen Kunstakademie ausgebildet werden. Arne Jacobsen als einer ihrer Absolventen lehrt dort später als Professor. Seit 250 Jahren werden die größten dänischen Künstler und Architekten hier ausgebildet. Arne Jacobsen hatte kein ausgeprägtes Verständnis für Konstruktion, aber er war ein genialer Maler. Mm.
Seine größte Inspirationsquelle war die Natur. Er studierte jedes Detail der Pflanzen und verbrachte Stunden damit, Aquarellzeichnungen davon anzufertigen. Das war eine echte Obsession. Ursprünglich wollte er übrigens Maler werden, aber sein Vater war dagegen. Als Kompromiss entschieden sie, dass er eine Ausbildung als Architekt absolvieren sollte. Obwohl er aus einer jüdischen Familie stammt, ist Arne Jacobsen auch ein Erbe der vorherrschenden Religion in Dänemark, dem Protestantismus. Der dänische Leitsatz Make it simple ist zum Teil in der protestantischen Ethik begründet. Er versteht sich als Gegenpol zur katholischen Opulenz und zum Barock. Man kam den Bedürfnissen der normalen Leute näher, wenn man es einfach hielt. Einfach. Das ist das neue Motto der großen modernen Architekturbewegungen, die Arne Jacobsen jenseits von Dänemark so faszinieren. Angefangen beim Bauhaus-Stil in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, der in Bellevue Beach klar zum Ausdruck kommt. Diese reduzierte Formensprache findet ihren Höhepunkt im Gebäude der Dänischen Nationalbank, die Jacobsen 1965 in der Kopenhagener Innenstadt zu errichten beginnt. Das ist ein sehr strenges, von außen betrachtet beinahe hermetisches Gebäude. Aber wenn man hineingeht, hat man ein unglaubliches Raumgefühl. Die 20 Meter hohe Decke schafft einen faszinierenden Kontrast zwischen dem engen Eingang und der großzügigen Lobby. Diese strenge und beinahe schon feindselige Monumentalität kompensiert Jacobsen durch warme Materialien und sorgfältig gestaltete Details. Das Treppenhaus, die Lichtdurchlässigkeit des Baus, die Leichtigkeit durch transparentes Glas und Stahlelemente vermitteln den Eindruck, dass es frei zu schweben scheint. Wir sind hier im Zimmer 606 des Radisson Blue Hotels in Kopenhagen. Mitten im Zentrum von Kopenhagen ragt dieses 20-stöckige Hochhaus empor. Es ist das erste Gebäude dieser Art, das in der dänischen Hauptstadt errichtet wird. Die nüchterne Außenfassade lässt das behagliche Ambiente im Innern kaum erahnen. Für dieses Hotel, einem der modernsten in Europa, hat der Architekt die Inneneinrichtung bis ins Detail selbst entworfen. Denn hier soll alles von einem einzigen Menschen durchdacht sein. Jacobsen konzipierte sämtliche Elemente dieses Gebäudes. Nicht nur die Lampen, Möbel und die Vertäfelung, sondern er bestimmt auch alle Farben der Vorhänge. Man kann hier wirklich von einem Gesamtkunstwerk sprechen. Es ist eine große organische Komposition. Ein Teil des Jacobsen-Mobiliars findet sich noch immer in der Lobby des Radisson Blue Hotels. Unter den geradlinigen Sesseln ein Sonderling, der Eggchair, heute eine Design-Ikone des dänischen Mobiliars. Er wirkt in diesem Raum wie eine Skulptur, wie ein echtes Kunstwerk. Als Inspiration diente ihm hier zweifellos seine Leidenschaft für Botanik. Denn die Form erinnert an Blätter oder Blumen. Diese organische Form steht im krassen Gegensatz zur rechteckigen Form des Gebäudes. So wurde der verhinderte Maler zum berühmtesten Möbeldesigner Dänemarks, der mit seinem Funktionalismus Einzug in private Gemächer fand.
Das prägnanteste Beispiel dafür ist die Stuhlserie Seven. 1952 für Kantinen entworfen und seit 65 Jahren in Dänemark omnipräsent. Die maschinelle Produktion in großen Serien schließt nicht aus, dass eine Nachbearbeitung erforderlich ist. Die meisten Dänen haben zu Hause Arne Jacobsen-Stühle. Unsere Esstische und Lampen sind von ihm. Er ist einfach überall. Das ist fast schon unheimlich. An der Seite zahlreicher zeitgenössischer Designer sind Arne Jacobsens Objekte auch ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod noch immer wahre Lichtblicke in den langen dänischen Winternächten.